Heute haben wir die Arthur Kohn Gala auf dem Filmfest München besucht. Dort gibt es die intelligentesten Menschen, hat er einmal gesagt. Und genau die haben wir uns am roten Teppich geschnappt und sie gefragt, was sie mit Arthur Kohn verbinden. Eine sehr, sehr lange Freundschaft. Ich habe ihn Anfang der 80er Jahre kennengelernt bei der Goldenen Kamera in Berlin. Dann einen sehr netten Abend mit ihm, mit Frank Elstner und seinem Sohn Manuel verbracht. Dadurch war natürlich auch immer ein Kontakt da. Was macht der kleine Manuel, der inzwischen natürlich auch ein stattliches Mannsbild geworden ist? Eine jahrzehntelange Freundschaft. Wir tauschen uns immer aus über unseren Beruf. Ich habe als Filmproduzent noch nicht gearbeitet und er hat es unterlassen, bisher Unterhaltung fürs Fernsehen zu produzieren. Deswegen kommen wir beide immer von der anderen Seite. Aber da, wo wir uns treffen, können wir uns gegenseitig bestätigen, dass wir auf einem großen Niveau-Level arbeiten. Und ich finde seine Filme großartig. Er ist ein unglaublicher, ein toller Leser, ein guter Zuhörer und sehr klug, sehr belesen, sehr intelligent. Arthur ist immer bei sich selber geblieben, sehr stringent, sehr streng. Ich finde das beeindruckend. Lieber Kohn, Sie haben einmal gesagt, Sie kämen gerne nach München. Hier hätten Sie die meisten Freunde. Und für einen Weltbürger im besten Sinne, der auf dem gesamten Globus hochgeschätzt und willkommen ist, ist das eine beachtliche Aussage und ein großes Kompliment für unsere Landeshauptstadt. Und dann haben Sie hinzugefügt, hier in München seien Sie auch den intelligentesten Menschen begegnet. Lieber Arthur Kohn, wo Sie recht haben, da haben Sie natürlich recht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, hier unzählige Menschen zu sehen, die in meinem Leben früher oder später oder wann immer eine Rolle gespielt haben. Und es ist an der Zeit, die Leute in Europa daran zu erinnern, dass ihre Vorstellung von den Oscars ein absoluter Blödsinn ist. Gemäß den meisten Menschen, auch in Deutschland, existieren die Oscars so, dass die 6.000 Mitglieder im Januar, manchmal Ende Dezember, die Zettel bekommen, der jeweils 5 nominierten Kandidaten pro Episode, pro Arbeitsaufwand, pro Tätigkeit, weil es die Idee von Louis B. Mayer war, der seinerzeit die Idee der Oscars gegründet hatte, dass man alle beruflichen Teile der Filmindustrie ehrt und mit einem Oscar verliehen wird. Das heißt, nicht nur die Schauspieler oder den Regisseur oder die Produzenten und die Drehbuchautoren, sondern auch andere Leute wie Kameraleute, wie Tonleute, wie Leute von Kostümen, von Make-up und vielen, vielen anderen. Und diese Tatsache hat dazu geführt, dass der Oscar so wichtig wurde. Ich kann Sie daran erinnern, dass der erste Oscar, der existiert, 10 Minuten lang war. Heute ist der Oscar fast 4 Stunden lang. Heute wird er in 220 Ländern übertragen und heute gibt es nach zuverlässigen Schätzungen zwischen 1 Milliarde und 700.000 und 2 Milliarden Menschen, die den Oscar sehen. Es ist also mit Abstand das populärste Ereignis, das es überhaupt gibt. Dann kommen wir zu dem, was mir wichtig ist, dass Sie das wissen. Die Leute, die den Oscar wählen, sind nicht irgendwelche Dummköpfe,
oder Leute, die das nebenbei zwischen einer Tasse Kaffee und einem Kuchen schnell ausfüllen, sondern das sind devote Filmemacher, die sich oft viele, viele Wochen alle nominierten Filme ansehen und dann eine Entscheidung treffen, an die man in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien oder wo immer in Europa überhaupt nicht gedacht hat. Die Entscheidung, die Frage, welchen Film will ich wählen, der noch nicht bekannt ist, der noch keinen Verleiher hat, der noch keine Chance hat, irgendwie in der Welt gesehen zu werden und gewürdigt zu werden. Welcher Film verdient es, den Oscar zu bekommen, wobei Erfolge von Filmen an den Boxoffice überhaupt keine Rolle spielen. Und bei den besten ausländischen Filmen und bei den besten Filmen überhaupt keinerlei Rolle spielt, wer die Hauptrollen gespielt hat und wer der Regisseur ist und wer der Produzent ist. Wichtig ist, wie wichtig sind die Filme für spätere Zeiten? Wie lange können sich diese Filme erhalten in unserer Erinnerung? Wie ist es möglich, dass unsere Kinder, wenn sie klein sind, wenn sie groß sind, diese Filme mit der gleichen Begeisterung sehen, wie wir es heute getan haben? Und so sind Oscars Entscheidungen zu verstehen. Und es ist irgendwie interessant, wenn ich meine 6 Oscar-Filme diskutiere mit Leuten und die fragen, welcher Film ist eigentlich der erfolgreichste gewesen, sagen die, ach, der Film oder der Film, aber keiner kommt auf die Idee, dass der erste Film, der finanziell bescheidenste war, am meisten in Amerika Erfolg hatte. Was wiederum zeigt, dass man glauben muss an das, was man macht, an das, was man vorhat, an das, was man plant. Und man darf nicht auf Leute hören. Das ist das Wichtigste, was ich immer wieder gelernt habe. Musik.